Willkommen zu einem Let's Play von Meistermacher. Ich starte einfach jetzt mal mit einem neuen Spiel. Die Farbe belassen wir einfach mal so. Wie heiße ich denn? Mein Nachname ist 92 und mein Vorname ist Pedator. Jetzt muss ich noch schreiben. Pedator, Pedator 92, halt so wie mein Nickname. Permadeath is on. Ein Foto habe ich jetzt nicht hochgeladen. Und wir starten einfach mal. Loading. Ganz schön langes Loading. Obwohl, es gibt eigentlich wesentlich schlimmere Spiele. So, wir haben oben in der Ecke unsere Statusanzeige. Wir haben zu Anfang eine Kiste Bier. Trinken wir einfach mal ein Bier. Mahlzeit. Und die Packung Wurst legen wir mal in den Kühlschrank. Eine Packung Wurst ist nicht viel. Wir können hier Wasser trinken, indem wir uns davor hinhocken. So. Und in dem Haus gibt es noch eine Sauna, hier gibt es einen Lichtschalter. Eine Waschmaschine mit Waschmittel namens Homo. Eine Dusche. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon funktioniert. Und hier haben wir eine Sauna. Ist irgendwo ein Lichtschalter dazu? Dinge ein, indem man den Regler dreht, also per Mausrad alles. Ja. Hier können wir schlafen gehen. Hier ist eine Tuning-Zeitschrift. Da das Spiel in den 90ern spielt, ist das halt alles ohne Computer. Da konnte sich noch nicht jeder so einen Computer einfach mal leisten. Und hier gibt es viele einzelne Teile. Seht ihr. So, Radio. Mit Linksklick hebt ihr die Sachen auf. Ich nehme das jetzt einfach mal mit raus. Und hier steht schon mal unser Auto. Können wir reingehen. Nichts drin außer ein paar Pedale. Und ein paar Würfel. Und im Spiegel. Wir haben hier einen kleinen Transporter. Wo wir die Teile mit abholen können. Weil das Auto ist ja noch nicht verarbeitet. Aua, hier ist die Garage. Mit den ganzen Motor-Einzelteilen. Sind nicht gerade wenig. Hier ist ein Kanister. Den nehme ich mal direkt mit, weil der komplett leer ist. So. Hier speichert man und kann auch gleichzeitig auf Toilette gehen. Ja. Hör auf. Der Moskito ist echt nervig. Hier ist noch ein Schlafraum. Kamin. Das Telefon, das kann man auch ausstecken und einstecken. Hier ist die Karte. Wie gesagt, Ende der 90er. So.
Ich bestelle mir mal schon mal ein Teil. Ich hole mir meinen Heckspoiler. Was denn noch? Ich finde diese Anzeigen ja übelst nice, diese hier. Nehmen wir das auch noch dazu und ich glaube, das reicht schon mal, weil wir uns eh nicht viel mehr leisten können. Dann bekommen wir so einen frankierten, ja, einen frankierten Brief. Kann man auch drehen. Kann man auch rumwerfen. Machen wir nochmal auf. Ja, nur bekommen. Nicht auf dem Auto, doch ins Auto. Hier drin? Ja. Tür zu, bevor es ausfällt. Und da wir jetzt noch Zeit haben und das dann nicht abends ist, bevor wir verhungern und wir eh noch Teile für den Motor brauchen, fahre ich direkt mal los. Ich fahre mit Kupplung. Seht ihr schlecht? Hier. Mach mal Bremse aus. Na komm. Das ist ein Sound. Und dann geht's auch schon los. War nicht wirklich schnell. Aber es hat nichts. Wow. Alle Anzeigen funktionieren soweit. Auch die Tankanzeige und viel Wassertemperatur. Wow. Nein, 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 nein. Wow. Abgesoffen. Direkt mal Action in der ersten Folge. Und schon wieder abgesoffen. Ein runterschalten. Komm, 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 komm. Komm, 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 wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es. Hey. Wow. Komm noch mal zurück. Jetzt komme ich mal jetzt. Rot halt. Nochmal hochschalten. Ich bin nicht mehr so. Ich pack auch durch meinen Stein, aber das muss ich auch nicht in meinen Augen. In manchen Spielen gehört einfach die Anträge zu viel. Nein, 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 nein. Wo ich gestorben bin im oberen Rotor. Einfach nur zu. So. Schön. Permadeath. Funktioniert jetzt. Okay, dann starten wir einfach nochmal direkt neu. Nochmal. Dasselbe. Ach, bin halt Permadeath und ja.
Ladebildschirm des Todes. So. Wir legen jetzt mal die Wurst kalt. Zu. Stellen nochmal kurz nochmal die Teile nach. Okay, diesmal nur beide anzeigen ohne das eine. Bestellen. Brief mitnehmen. Tür öffnen. Brief aufheben. Brief rein. So, Scheine auf. Kanister mitnehmen. Kanister reinlegen. Tür zu. Auf. Reincrouchen. Nach außen lehnen. Tür zu machen. So, mal weiter nach hinten. In den Fahrmodus. Bisschen vorglühen lassen. Diese Fliege. Und in der Ecke steht auch, in welchem Gang man ist. So, dann kommt sie aus. Zweiten Einlegen. Ich finde, man kann, wenn man ohne Controller und ohne Lenkrad spielt, am besten, wenn man im zweiten anfängt. Weil man sich dann halt nicht. Ist der hier durchs Auto wird die ganze Zeit. Man sollte sich auf den Straßen konzentrieren. Ob die Spiele funktionieren, die funktionieren mit diesem Spiel weit besser als manch anderen Spielen. Und was das Spiel echt flüssig. Selbst auf alten Grafikkarten, nur ein Gigabyte Grafik. Und das neben der Aufnahme. Langsamer. Genau, das ist richtig cool. Maximum 60 von dem Schiff. Diese Fliegen nervt aber auch permanent. Wir leben aber auch am Arsch der Welt. Komm, 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 komm. Oh, nicht abgesagt, nicht ersten. Vollgas, Vollgas, komm, 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 komm. So, schalten. Mal schalten. Hier müssen wir wieder links abbiegen. Zweiten runtergeschaltet.
oder das. Hier können wir später auch einen Aufschlag machen. Aber das könnte man anpassen. Ja, dafür brauchen wir nämlich auch das Telefon, was zu Hause steht. Fahren fast 80. Ja, das langsamer werden. Das Spiel, ja, ein Permadeath Survival, Autobau-Spiel, whatever, das dauert jetzt auch ziemlich lange, bis die Teile endlich da sind. Man bekommt einen Anruf, den muss man nicht entgegen. Ich hätte ihn ja trotzdem da, aber man weiß halt dann nicht, wann sie denn da sind. Aber eine Packung groß, ich würde es lange helfen, die Fliegen ziemlich auf den Sack geht. Ich immer gleich am ersten Tag der Ermittlung das Zeug. Bevor wir dann schon fast im Vorne sind und nichts mehr zu Hause haben. Hier ist noch ein Haus, da auch. Mit diesem Auto können wir gleich da fahren. Unterschalten, zweiten, wieder links ab. Oh. Nicht ganz. So. Hier sind gerade noch leichte Kurven, jetzt können wir wieder einen dritten fahren. Bom, bom. Dann sind wir noch in der Pro. Oha. Puh. Oha. Der hat gut einen Dead Sharp bekommen. Machen wir mal die Seite wieder auf und nehmen die Scheibe von vorne mit. Voi Satana! Ah, Satana! Heißt der Vito! Wir brauchen eine Windschutzscheibe. Und zu. Wir wollen ja nicht die Umwelt verschmutzen. Tür zu. Nach hinten rutschen in den Fahrermodus. Zum Glück ist es wahr. Den Bulli nicht warten. Na, wieder abgesagt. Ersten. Das. Das noch ein Button. Wo ist die genau? An und aus, wenn man die Kasse durchgeht. Halt. Jetzt hat das Schießen schief in dem Auto. Naja. Ich werde jetzt gewachsen in dem Unfall. Und wenn das doch vollkommen zu ist. Hops. Hops. Ich will noch einen hochschalten und weiter geht's. Was? 80. 80. 90. Wird das nicht angenehmer werden?
Da, dann müssen. Kann auch schon langsam an, sich zu kompliziert zu sitzen, in der hier gerade im Auto sitzt. Streckt doch echt weitläufig, aber auch gut, dass es ohne Nachladen funktioniert. Dass man nicht in eine andere Welt kommen muss, um zum Beispiel jetzt einkaufen gehen zu müssen. Bevor ich mich mal höher bewegen in dem Auto. Und setzen. Oh, auch dann geben. Das gleich Gürwasser. Man muss auch ziemlich aufpassen, dass er einem von der Straße schiebt oder hinter der Bergkuppe kommt. Und wir sind schon fast da. Ersten, halt reingegangen. Auf einer Kupplung. So. Zündung aus. Handbremse ziehen. Tür auf, aussteigen. Und schon haben wir ein Viertel vom Durst. Oh, da ist der Brief. Ich habe dich schon gesucht. Direkt mitnehmen. Tür öffnen. Ach, komm. Katos Baby, nur mit der Verleiteter. Ach, Quatsch. Ich muss ihn ja nicht hier drin abgeben. Ich muss den. In den Briefkasten werfen. Aber ich bin nicht kertonut minun paini urasta. Oh, minä oli Peräjärven huluppeen hokkani. So, auf. Minun puolujuttakin ollut maailmaan kuulu, mutta menestyksen tiellä on se, kun minun mikkit ajat ei ollut kovin kummosia. Raus mit der Scheibe. Pistä sinä poika suuta soikemalla tämän tirmasen nuohon. Ja, voll war, glaube ich. Tanken direkt mal das Auto. Mit Diesel. Na, jetzt. Das dauert ein wenig. Leider kann man da nicht einfach die Zapfsäule reinhängen, also den Zapfhahn, bis er voll ist. Wäre auch zu einfach. So, voll. Zurück. 23 Liter. Zumachen. Zu mit dem Deckel. Ah, ich habe die Kanister auf der anderen Seite rausgenommen. Tja, du bist im Weg. Benzinkanister. Diesen. Machen wir das auf. Oh, das ist jetzt doch schon was drin. Aber naja. Bringt ja mehr nicht weit. Nicht, dass man irgendwo zwischendrin stehen bleibt einfach. Füllen, 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 füllen. So, voll, schließen, reinlegen, können schon mal die Tür zu machen. Scheibe lasse ich da einfach liegen. So, was brauchen wir denn? Das brauchen wir, Motoröl brauchen wir, Kühlflüssig brauchen wir. Hier. Deo, ganz wichtig. Kastenbier haben wir noch. Chips, ich finde die auspacken am besten.
Da, das brauchen wir auch noch. Das ist ganz wichtig. Spielen wir mal eine Runde. Machen wir mal fest. Und spielen nochmal. Nix. Schade. Komm. Festmachen nochmal. Nix. Naja, gut. Da kann ich immer Glück haben. 1444 für so ein bisschen Essen. Boah. Ja, das gibt mir jetzt nicht. Danke. So. Klappt zu. Wir gehen einfach mal in das Haus, weil hier ist eine Toilette. Und somit sind wir schon wieder am Ende einer Folge. Sind wir wieder in diesem Startbildschirm und hier steht jetzt Continue. So, hoffe, es hat euch gefallen und ihr guckt später mal wieder einmal zu. Tschüss!